Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Diese Folge wird wohl heute leider nicht so ganz lang ausfallen. Ich denke mal, viel länger als 10 Minuten wird nicht werden. Einfach aus platztechnischen Gründen. Deswegen lasst uns nicht viel Zeit verschwenden. Ich werde jetzt hier heute auch mal nicht reingucken. So, ihr habt mir gesagt, ich soll nochmal diese Geschenke einsammeln. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo es diese Geschenke gibt. Ich weiß nicht, ob man sich überhaupt noch Geschenke machen kann, tatsächlich. Früher hat man da immer diese Nachrichten für bekommen. Ich glaube tatsächlich, das gibt es aber gar nicht mehr. Ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, falls das nicht stimmt. Und es gibt doch noch diese Geschenkkategorie. Dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Aber tatsächlich macht mir das den Anschein, als würde es das gar nicht mehr geben. Aber wie gesagt, kann natürlich auch sein, ich täusche mich da. Man weiß ja nie. So, hier äppeln wir mal gerade noch ab. Und wir werden heute tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel hier mit den Pferden machen. Denn ich möchte heute mal so ein bisschen durch den Club gucken, wen wir da drin haben und da die Namen vorlesen. Weil es gibt leider, es gibt keine Namensbeschränkung. Also es gibt zig Clubs, die Wilde Ponys heißen mit dem Logo, was ich auch habe. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Sache. Deswegen würde ich gerne diejenigen nochmal vorlesen, die bei mir im Club drin sind, damit sich diejenigen dann quasi auch wiederfinden und gucken, wegen den Staffelrennen und wenn ihr vielleicht wirklich gar nicht mehr spielt, ach, jetzt wollte ich doch züchten, jetzt habe ich schon wieder vergessen hier. Wenn ihr wirklich gar nicht mehr spielt, dann wäre es supi, wenn ihr mir Bescheid sagt, einfach aus Fairnessgründen, dass ich andere Leute einladen kann für die Staffelrennen. Es haben jetzt einfach schon ziemlich viele gefragt, wie sieht's denn aus? Ich würde gerne in den Club, ich bin aktiv, ich mache bei den Staffelrennen mit, aber ich habe eigentlich keinen Platz mehr. Deswegen wäre es nämlich super, dass, wenn ihr euch dann wiederfindet und sagt, ah, ich spiele das eh nicht mehr, dass ihr dann Bescheid sagen könntet. Wow, Stier 1 sieht ja auch sehr hübsch aus, muss ich sagen. So. So. Mein Club, wie gesagt, die wilden Ponys mit diesem Einhorn-Logo. Und wen haben wir denn alles drin? Ich schau mal ganz kurz. Wir haben, da ist drin die Conny Wolfnose. Ich kann aber die Leute, glaube ich, nicht hier genau. Mia, ja, wie gesagt, man sieht ja leider nicht allzu viel von den Leuten. So, sehr schwer. So, wo, das braucht immer so lange, um nachzuladen hier, ne? So, bei Annika machen wir jetzt quasi weiter. So. Also wenn ihr euch hier irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob man hier nicht irgendwie sehen kann. Ach, das waren schon die 20. Ob man hier irgendwie sehen kann, wie aktiv die Leute noch sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Es wäre super, wenn ihr mir Bescheid sagen könntet. Kann ich das hier irgendwie auch löschen vielleicht, die Nachrichten? Nee, kann ich nicht. Das ist auch doof. Das ist auch blöde. Warte mal, ich könnte... Ich könnte die Leute tatsächlich nicht mal rauskicken. Die Leute müssten selber verlassen. Das ist natürlich dann auch doof. Ja, im schlimmsten Fall mache ich halt einen neuen Club auf. Geh raus und mach einen neuen Club auf. Kicken scheint also nicht möglich zu sein. So, wir könnten aber mal noch ein Staffelrennen machen, aber ich sehe schon, wir sind schon wieder aktiver von den Leuten her. Wir haben nämlich jetzt schon die 10.000. Das haben wir geschafft. 2.000 Münzen sind unser. Die nächsten bekommen wir bei 30.000 Metern. Also sehr gut. Hier schon mal ein dickes Lob. Wir haben wieder aktivere Leute. So, ich würde sagen, mit Sony machen wir vielleicht hier das nächste Staffelrennen. Ich hoffe, dass ich hier diesmal, ja, Brasilien geht. Brasilien geht. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt gar nicht so schwer zu reiten. Ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich ein Pferd nehmen sollen mit mehr Ausdauer. Sony ist jetzt in der Geschwindigkeit enorm stark. Das heißt, sie braucht halt deutlich kürzer, um entsprechend weite Strecken zurückzulegen, als ein Pferd, was jetzt mehr Ausdauer hat, aber dafür langsamer ist. Kriegt sich drum. Ich weiß jetzt nicht, wie groß da der Unterschied ist und welches Pferd sinniger wäre. Eins von meinen Rocky Mountains tatsächlich.
oder meine Sony, die einfach enorm schnell ist mit diamantener Geschwindigkeit. Das könnt ihr mir ja auch gerne mal so ein bisschen in die Kommentare schreiben. Was meint ihr denn? Bringt's da eher ein Pferd mit mehr Ausdauer? Beziehungsweise goldener Geschwindigkeit und mehr Ausdauer? Oder ein Pferd mit diamantfarbener Geschwindigkeit und silberner Ausdauer? Bei dem einen ist halt beides Gold, bei dem einen ist eins schlechter als Gold, das andere eins besser als Gold. Von daher klingt es für mich persönlich jetzt eigentlich schon wieder ausgeglichen. Rein von der Logik her. Ist halt alles so ein bisschen so eine... Okay, das war jetzt ein Fehler. Jetzt darf ich aber nicht nochmal failen hier. Ich will meinen Club nicht enttäuschen. Ja. So. Ich reiße euch natürlich auch nicht den Kopf ab. Es ist natürlich, wenn man ein entsprechendes Pferd hat, ein T4-Pferd, T3-Pferde, dann ist es natürlich immer einfacher, mit diesem Pferd weiterzukommen, als mit einem schlechten Pferd. Und man hat immer ein schlechteres Pferd, wenn man noch am Anfang ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle rausschmeiße, die jetzt nicht vom Level her entsprechend hoch sind. So, 1500 noch was haben wir bei der Distanz. Es lässt sich auch schwer messen, weil ich jetzt nicht wüsste, wenn ich jetzt mit einem Rocky Mountain T4 reingehen würde, ob ich dann wieder nach Brasilien käme. Deswegen ist das ein bisschen problematisch, das Ganze abzuschätzen. So, ich würde hier ganz gerne nochmal einen Zuchtversuch mit einem Tinker starten. Wir haben ja eigentlich hier schon einen T3-Tinker. Aber ich würde gerne meine Tinkerzucht ein klein wenig erweitern. Oh, guck mal, Diamanten haben wir bekommen. Müt. So, ich muss mal gucken. Wir haben wieder so viele geschrieben, dass sie eine männliche Jungfrau bei sich stehen haben. Ich versuche einfach mal da was zu finden. So mit Pura könnten wir es vielleicht versuchen. So. Was haben wir hier? Ach, das ist ein Tinker? Ach Gott, echt? Ein Knappstrupper? Interessant. Ja, 7% auf den Tinker, das ist verschwindend gering. Aber es ist gar nicht so weit vorbei. Wir haben ein niederländisches Warmblut bekommen stattdessen. Okay, gut. Ich will jetzt mal ganz kurz in meine Freundesliste reinschauen. Schwierig, da war jemand, der hatte gesagt, sind wir irgendwo auf Level 30. Es ist natürlich immer schwierig, wenn ich die Leute hier als unbekannt drin habe. Wie war der Name nochmal? War das der Name? Ich weiß es nicht mehr. Es tut mir so leid. Ich habe es gelesen, aber ich muss mir demnächst den Namen mal aufschreiben. Ich habe ja hier einen Blog liegen. Machen wir so, dass ich dann einfach den Namen mir direkt aufschreibe. Wenn ihr mir das dann wieder schreibt und dann gucken wir da halt, dass ich das nicht versaubeutel, dass ich das wieder vergesse. Das lädt auch gerade irgendwie ultra lahm. Was haben wir da? Da steht ein irisches Sportpferd eigentlich. Und hier? Ein Tennessee Walker. Okay, wir haben noch Frankreich und die USA. Danach muss ich schon langsam zum Ende kommen, weil ich fürchte, dass meine Platte langsam voll läuft. Was haben wir hier hinten stehen? Ein Tinker, ein Stütchen, sehr schön. Stimmt, ich brauche ja gar keinen männlichen Tinker, ich brauche ja einen weiblichen. Das Pferd ist beschäftigt. Ach, es ist schon in der Zucht, stimmt. Ach nee, jetzt bin ich wieder nach England gegangen. Ich bin doch ein Depp. Okay, dann war ich aber da gar nicht so falsch, glaube ich. Also ich brauche keinen männlichen Tinker, ich brauche natürlich einen weiblichen. Sorry. Robin ist doch ein Hengst, oder war das jetzt eine Stute? Nee, es war schon. Robin ist ja tatsächlich auch ein Name, der für mehrere Geschlechter geht. Rein theoretisch. Ich gehe jetzt gerade echt nochmal zurück. Ich muss jetzt nochmal gucken, aber es ist meiner Meinung nach ein Hengst. Wenn ich mich nicht komplett vertue, was natürlich auch bei mir gerne mal vorkommt, aber... Ja, ne? Kann ich das jetzt so überhaupt sehen? Ja, kann ich.
Ja, stimmt, es ist ein Hengst. Haben wir hier mit ihr, das ist ja ein Stütchen. Okay. Das Quiz können wir vielleicht noch fix schaffen. Der erste Stummfilm von Edward Muybridge dauert 3 Sekunden und zeigt ein galoppierendes Pferd, ein trinkendes Pferd oder ein trabendes. Das ist das Galoppierende. Das macht meine Stimme auch gerade schlapp. Von welcher Firma wird Horsehaven entwickelt? Nintendo, Ubisoft, Google. Das ist Ubisoft. Und das dritte. Die mythische Kreatur Hippogreif ist halb Pferd, halb Adler, Ziege, Drache. Das ist halb Adler. So, ihr Lieben, das war's aber für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wie gesagt, dann gucken wir mal, wie wir das mit dem Club machen. Ich finde es schon grandios, dass wir jetzt ein paar mehr mitmachen. Und ja, diese Woche Mittwoch geht es dann ja auch weiter mit dem Black Beauty Event mit Kapitel 2. Ich bin gespannt und freue mich drauf. Wir sehen uns dann übermorgen wieder. Danke euch fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!